danach als erstes wieder das Verhältnis von Traumproduktion zur Verdauungsarbeit, zum Anschoppen nenne ich das immer. Und dann wieder ein Nebenaspekt dessen, warum wir nicht wissen dürfen, dass wir nicht wissen, dass wir gespalten sind und diese beiden Kompartimente des Körpers als genießende Substanz seiner selbst und des Kopfes als Kontrollapparat, der nur ganz kurze Zeit die Authentifizierung vollziehen darf, weil das der Mythos der Ufologen ist, die immer glauben, dass da Aliens kommen werden, uns abzusahnen, das Gold abzuholen. In Wirklichkeit ist ein wesentlicher Aspekt des teleologischen Glücksvermögens, so wie bei Katzen, wir sind Fressmaschinen, die das Futter für die Amöboiden heranzuschaffen haben, im Wesentlichen für die mehr als 20 Mal vielfältigeren innen und außen auf unseren Oberflächen hausenden, aber Amöboid-Hohlkugelwesen, die uns als mit 4 Tentakeln ausgestattete Fressmaschinen durch die Gegend hetzen, um ihnen das Futter ranzuschaffen. Und wenn uns das wie Katzen gut gelingt, dann dürfen wir brav weiterleben. Das ist ein Aspekt des vollkommenen, unbewussten, vielleicht indirekt auch mit diesem großen Glaskristall, mit dieser Riesenlupe, mit diesem Prisma in Gebissform, in einer Autobahnbrückenform. Aber das hat in der ersten Näherung noch nichts damit zu tun, sondern nur mit der Ursache, wie der Traum entstanden ist.